Sein Tag beginnt, wenn die meisten Menschen noch schlafen. Noch bevor der Kirchturm 6 Uhr schlägt, sperrt Miesner Helmut Kellerer bereits die Seitentür zum Augsburger Dom auf. Entsichert die Alarmanlage, um dann, ganz zielsicher und völlig routiniert, schon mal die wichtigsten der über 80 Lichter im Gotteshaus anzuschalten. Und dann beginnt sein Rundgang durch den Dom. 130 Meter lang und 36 Meter breit. Das sind rund 1,5 Fußballfelder, der Dom in seiner ganzen Größe. Klar, dass bis zur Frühmesse um 7 das ein oder andere Tor aufgesperrt und die ein oder andere Kerze angezündet werden muss. Seit insgesamt 32 Jahren ist Helmut Kellerer schon als Mesner tätig. Im Augsburger Dom arbeitet er nun seit 4 Jahren, hauptberuflich versteht sich. Sein Tag fängt nicht selten am frühen Morgen an und zieht sich dann bis in die Abendstunden. Dabei war ihm schnell klar, auf was es in seinem Job besonders ankommt. Auf gutes Schuhwerk und viel Herzblut. Man hat einen ziemlich weiten Weg, wir haben es einmal ausgerechnet, das sind rund 800 Meter, die man zurücklegt, wenn man den Dom aufsperrt. Es gehört viel Idealismus dazu, aufgrund der unregelmäßigen Arbeitszeiten, den Wochenenddiensten, Feiertagsdiensten und so weiter, da gehört das halt einfach auch mit dazu. Und gesunder Glaube gehört auch mit dazu, weil man lernt Menschen auch von verschiedenen Seiten kennen. Somit ist die Arbeit als Mesner für Helmut Kellerer nicht einfach nur ein Beruf, sondern vielmehr eine Berufung. Sein morgendlicher Rundgang führt ihn nun in die Sakristei. Dort verbringt er wohl die meiste Zeit. Hantiert mit Kelchen und Hostienschalen, richtet die Gewänder her und sorgt dafür, dass alles reibungslos ablaufen kann. Vor allem jetzt, in der Zeit um Ostern, wo beispielsweise zur Griesa-Messe Geistliche aus dem ganzen Bistum anreisen, geht es hier besonders hoch her. Dass an Ostern viel Arbeit ist, das ist eine Sache, aber jeder Feiertag und jede Feier will vorbereitet sein und so auch das Osterfest. Bei der Missa Chrismatis, da ist natürlich schon was geboten, weil da haben wir dann den ganzen Dom voll Geistlicher, die aus der ganzen Diözese ankommen. Es sind auch wieder besondere Vorbereitungen notwendig und so. Es ist aber auch das Schöne, weil man trifft Menschen, die man das ganze Jahr sonst nicht sieht und eben nur an diesen Tagen auch alte Bekannte, die man schon seit langer Zeit kennt. Helmut Kellerer. Er ist nicht einfach nur Dommesner, Mädchen für alles oder einer, der immer ein offenes Ohr hat. Helmut Kellerer ist einer jener guten Geister, die die Kirche hinter den Kulissen braucht. Es ist ein Dienst an der Kirche und an den Gläubigen. Und wer kann schon von sich behaupten, Herr eines so großen und prächtigen Hauses zu sein? Musik